Und damit darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem Röntchen Sid Meier's Colonization. Ein wundervoller Retro-Klassiker, den ich tatsächlich auch ausgegraben habe, weil ich den früher geliebt habe wie nur was. Ich habe es schon auf dem Amiga gespielt damals und auf dem PC dann auch noch und dann ist es lange Zeit in Vergessenheit geraten. Ich habe es vor kurzem wieder entdeckt und ich hatte so Lust darauf. Ich hatte so Lust darauf, das zu spielen. Und getreu dem Motto, was ich ja auch angekündigt habe in dem Update, das ich gegeben habe, will ich es jetzt einfach mal spielen. Und wenn ihr diese Folge seht, dann ist es schon durchgespielt. Dann habe ich es nämlich komplett hochgeladen. Insofern total gechillt. Es ist auch jetzt mitten in der Nacht. Oh, guck mal, bei der Meerjungfrau können wir bleiben. Das ist okay. Es ist auch jetzt mitten in der Nacht und wir werden komplett gechillt spielen. Ich weiß noch so in etwa, wie man spielt, aber ich werde wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, um wieder reinzukommen. Huch, Drachen und fliegende Fische. Alles klar. Aber ich freue mich sehr drauf. Und ja, Colonization ist so ein bisschen der Ableger von Civilization. Das werden die meisten ja kennen. Aber Colonization ist nicht so bekannt gewesen damals. Leider. Ich fand das Spiel tatsächlich besser als Civilization. Zu dem Zeitpunkt. Insofern werden wir einfach ein bisschen Spaß haben und plönk, da ist unser Schiff angekommen. Yes! Ich nehme dieses Land in Besitz für... Ja, das müssen wir noch entscheiden. Für wen wir dieses Land in Besitz nehmen. Sid Meier's Colonization. Willkommen bei dieser sehr entspannten Runde. Huch. Ah. 19. September 1994. Es ist ein Weilchen her. Entschuldigung, ich brenne einen Frosch im Hals. Was ist denn da los? Wir spielen natürlich in Amerika. Wo sollten wir sonst spielen? Das richtige Amerika. Ein Moment. Na also, in Amerika spielen wir. Wir haben folgende Möglichkeiten. Entweder als Entdecker zu spielen, als Seefahrer, als Conquistador, als Gouverneur oder als Vizekönig. Ich bin ja nur eher so der Entdecker. Also ich mag das Entdecken und das ist zufällig auch der leichteste Schwierigkeitsgrad. Da bin ich doch dafür, das mal anzuklicken. Dann haben wir folgende Möglichkeiten. Wir können als Engländer spielen. Die haben so ein bisschen einen Vorteil bei der Immigration. Das heißt, da kommen immer wieder Kolonisten, die aus England in die neue Welt wollen und zwar kostenlos. Wir können als Frankreich spielen. Die sind in der Kooperation ganz gut. Und zwar können die ganz gut mit den Indianern umgehen, haben bessere Beziehungen. Können auch Missionare deutlich besser einsetzen. Wir können als Spanien spielen, die natürlich klassisch als Eroberer kommen. Oder als Holländer, die sich ganz gut mit dem Handel auskennen. Und ich muss es gestehen, ich spiele ganz gerne, das habe ich auch früher schon gemacht, oder früher ganz gerne so gemacht, ich spiele Colonization gerne als Holländer. Mag ein bisschen seltsam sein, aber gut, ob der geografischen Nähe ist das vielleicht gar nicht so seltsam. Insofern werden wir auch dieses Mal, oder werde ich auch dieses Mal als Holländer in die neue Welt starten. Michel de Ruyter. Oh nein, ich habe es bestätigt. Ich habe es bestätigt, okay. Okay, wir spielen als Michel de Ruyter. Holland. Die protestantischen holländischen Provinzen wurden im Zeitalter der Expansion vom katholischen Spanien unabhängig. Als Fischer und Kaufleute unterhielten die holländischen Niederlande Flotten in der Nord- und Ostsee. Nach der Unabhängigkeit im frühen 17. Jahrhundert konnte diese winzige Nation ihre ideale Lage zur Ausweitung ihres Überseehandels auf lukrative neue Märkte im fernen Osten und in der neuen Welt nutzen. Anders als ihre Rivalen und zeitweisen Gegner, die Spanier, Franzosen und Engländer, wurden die Holländer von ihrer Kaufmannsklasse regiert. Daher waren sämtliche Aspekte ihrer Staats-, Militär- und Wirtschaftspolitik auf Handelsinteressen ausgerichtet. Ihre Strategie erwies sich als erfolgreich und die holländische Wirtschaft und ihre Handelsflotte expandierten so rasch, dass die anderen europäischen Mächte sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sahen, um ihre eigenen Unternehmungen zu verteidigen. Um die Stärke der holländischen Wirtschaft und ihre Erfolge bei Handel und Bankgeschäften zu repräsentieren, erhält der Holland-Spieler einen Bonus, wenn er mit Amsterdam handelt. Die Rohstoffpreise in Amsterdam fallen nicht so rasch wie die in anderen europäischen Häfen und erholen sich schneller.
Ha, unser, ja, was ist, ist ja kein Monarch, ne? Er ist ja dann wahrscheinlich der, im Jahr des Herrn 1492. Eine Audienz mit dem Statthalter zur größeren Ehre von Holland erklären wir euch zum Vizekönig der neuen Welt. Geht hin und erforscht dieses neue Land, besiedelt es und bringt euch selbst und unserer Nation Reichtum und Ruhm ein. Es ist Sympath. Es ist ein Sympath. Der Hund gefällt mir. Mit dem Kopf kannst du auch gut und gerne mal Geodreieck. Im Jahr des Herrn 1492. Verließ eine vom großen Entdecker Michel de Ruyter geleitete Expedition Amsterdam und brach zu einer Entdeckungsreise auf. Im Auftrag und mit dem Segen von Holland. Erforschten die mutigen Männer die Weltmeere. Es geht so langsam voran. Fanden Länder, die bisher auf keiner Karte verzeichnet waren. Und gründeten Kolonien, um den Ruhm von Holland zu vergrößern. Eine kleine Flotte mit Pionieren und Soldaten an Bord. Setzte die Segel, um ein neues Leben, einen neuen Anfang, eine neue Welt zu finden. Wer wusste schon, welche Wunder, Gefahren, Reichtümer und Möglichkeiten sie erwarteten? Ha, da sind wir auch schon. Unser Handelsschiff befindet sich mit einem Pionier und einem Soldaten auf hoher See. Eure Exzellenz, wenn wir Richtung Westen navigieren, linker Pfeil, stoßen wir wahrscheinlich auf Land. Segeln wir hingegen gen Osten, rechter Pfeil, können wir zum Hafen zurückkehren. Ich möchte natürlich an Land. Land! Die Entdeckung der neuen Welt. Land ahoi! Wie sollen wir dieses neue Land nennen, Eure Exzellenz? Na ja, gut, wenn wir schon Michel de Ruyter sind, dann sind wir auch in Neuholland, oder? Dann ist es Neuholland. So. Wir sind auf noch nicht kartografiertes Land gestoßen, Exzellenz. Um die Kolonisten an Land zu bringen, bewegen Sie das Schiff zum Ufer und wählen Sie an Land gehen vom Menü. Okay, das sind so die Tutorial-Hinweise. Ich würde mich aber gerne erstmal umgucken. Wo genau sind wir denn hier gelandet? Also da möchte ich keine Kolonie bauen. Das ist mir ein bisschen zu klein. Das ist sehr klein hier alles. Ich glaube, wir sind auf den Inseln... Ja. Wir sind ja im richtigen Amerika. Silber! Das wären... Boah. Das wären gerade mal zwei Teils, die ich bewirtschaften könnte. Das ist ein bisschen arg. Ich meine, das Silber ist schön. Es gibt besondere Rohstoffe auf der Karte, die wir dann auch tatsächlich aufdecken können. Wie zum Beispiel hier Zuckerrohr. Da oben gibt's Holz und diese kleinen Fische sind Fische. Aber das ist... Ja, wir sind, glaube ich, hier... Ach, da fährt schon der Franzose. Religiöse Unstimmigkeiten in Holland sorgen für verstärkte Emigration. Siedler, kampferprobte Späher sind jetzt in Amsterdam verfügbar. Dankeschön. In den Hafenanlagen von Amsterdam warten kampferprobte Späher. Wenn wir unser Schiff dorthin schicken, werden sie gerne an Bord gehen und zu nützlichen Mitgliedern unserer Gesellschaft werden. Na ja, ob die so nützlich sind, weiß ich nicht. Ja, weißt du was? Dann lass uns doch einfach diese Inseln hier besiedeln. An Land gehen. Wir sind keine Indianer, dann besiedeln wir hier. Unser Schiff, ein Handelsschiff, ist eine der wertvollsten Einheiten. Wir können es dazu verwenden, die unerforschten Weiten der neuen Welt zu erkunden, unsere Frachtgüter zum Verkauf nach Amsterdam zu schaffen oder neue Auswanderer aus Europa hierher zu bringen. Sie können das Schiff mit Hilfe der Pfeiltasten bewegen oder es durch Drücken der G zum Hafen ihrer Wahl schicken. Der G-Taste. Na gut, hier sind unsere Soldaten und Pioniere. Und wir können das Schiff direkt zurückschicken und einen Speer holen, glaube ich. Wir sind jetzt auf hoher See, Eure Exzellenz. Sollen wir nach Europa segeln? Jawohl.
Unsere Pioniere sind in der neuen Welt angelangt, Exzellenz. Sie sind bereit, einen guten Ort für unsere erste Kolonie zu suchen. Versuchen Sie, einen Platz zu finden, an dem es genug Nahrungsmittel und andere Ressourcen gibt. Außerdem sollte unsere erste Kolonie in der Nähe des Ozeans liegen, damit unsere Schiffe sie problemlos erreichen können. Unsere Pioniere sind im Moment mit 100 Werkzeugen ausgestattet, die sie zum Roden von Wäldern, Pflügen von Feldern und zum Straßenbau verwenden können. Wenn wir später mehr Pioniereinheiten erstellen wollen, brauchen wir entweder mehr Werkzeuge aus Europa oder wir lassen sie vor Ort durch unsere eigenen Schmiede herstellen. Alles klar. Durch den Überfluss an Silber bietet sich dieses Gebiet für die Gründung unserer ersten Kolonie an. Möchten Sie eine Kolonie gründen, Sir? Dann drücken Sie Taste B. Ich möchte eine Kolonie gründen. Das mache ich aber mit einem Soldaten, den ich dabei habe. Denn ich möchte hier oben tatsächlich erstmal eine Straße hinbauen. Unsere Soldaten haben zweierlei Aufgaben. Sie können eingesetzt werden, um unsere Gegner anzugreifen, falls sie auf welche treffen. Wichtiger ist jedoch ihre Aufgabe als Schutztruppe für unsere Siedlungen. Unsere Soldaten sind mit 50 Musketen bewaffnet. Wenn wir später mehr Soldateneinheiten einstellen wollen, müssen wir entweder mehr Musketen aus Europa einführen oder wir lassen sie vor Ort durch unsere eigenen Waffenschmiede produzieren. Unsere Soldaten werden noch mächtiger, wenn wir sie mit Pferden ausstatten. Das war mir durchaus bewusst. Ach, warte mal, wenn ich die Kolonie hier oben gründe, habe ich den Fisch noch mit dabei. Ha! Siehste? Gute Idee. Neu-Amsterdam. Der Aufbau einer Kolonie. Yay! Yay! So. Das ist Neu-Amsterdam. Also die Tutorials lese ich jetzt mal nicht alle vor. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Das hier sind die Felder, die wir bewirtschaften können. In Neu-Amsterdam gibt es hier auch Tropenwaldstraße. Da gibt es Felle, die wir kriegen automatisch und Nahrung, die wir bekommen automatisch. Unser Soldat hat seine Waffen erstmal ins Lager gelegt. Und sucht erstmal Silber in den Bergen. Und das Silber können wir gut genug brauchen, denn alles kostet Geld. Der Europa-Statusbildschirm zeigt Ihren Heimathafen in Amsterdam, Holland. Wenn neue Auswanderer am Hafen ankommen, stellen sie sich auf, um auf die Überfahrt in die neue Welt zu warten. Sie können neue Immigranten rekrutieren, indem sie die Knöpfe rekrutieren oder ausbilden drücken. Kommen Schiffe im Hafen an, kann deren Fracht verkauft werden, indem die Waren aus den Frachträumen in die blauen Lagerhäuser am unteren Bildschirmrand gezogen werden. Möchten Sie Fracht kaufen, ziehen Sie sie aus den genannten Lagerhäusern in die Frachträume. Alles klar. So, wir haben einen Späher, der wartet schon darauf, in die neue Welt zu kommen. Wir können rekrutieren. Da müssen wir nur die Überfahrt bezahlen. Wir können Meisterschreiner, erfahrene Farmer oder freie Siedler mitnehmen. Es macht mehr Sinn. Freie Siedler können nichts. Das sind einfach nur Siedler. Meisterschreiner, erfahrene Farmer. Farmer zum Beispiel bringen dann mehr Nahrung. Meisterschreiner generieren mehr Hämmer, mit denen wir Dinge bauen. Also Experten machen immer deutlich mehr Sinn als Leute ohne jede Ausbildung. Die können wir aber, glaube ich, später auch noch ausbilden. Also wir können denen noch eine Ausbildung angedeihen lassen. Ich nehme mal noch einen Meisterschreiner mit. Einen Farmer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Meisterschmiede, ja. Oh, diese Musik. Es ist so wundervoll. Wir können allerdings auch kaufen. Artillerie zum Beispiel oder verschiedene Schiffe. Die sind aber verdammt teuer. Wir können auch ausbilden. Da können wir uns dann hier zum Beispiel einen erfahrenen Silberbergarbeiter, der holt dann deutlich mehr Silber. Ich glaube, das ist sogar eine gute Idee, darauf erstmal zu sparen. Ah ja, der Kontinentalkongress wird in der nächsten Sitzung ausgeweitet, Eure Exzellenz. Welchen Gründervater sollen wir als nächstes Mitglied bestimmen? Kann ich da mal eine Hilfe? Ach so. Jan de Witt. Holländischer Staatsmann und oberster Minister der Vereinigten Provinzen der Niederlande. Er versuchte, das Amt des Statthalters abzuschaffen und die Macht des Hauses von Oranien zu beschränken. Wenn Jan de Witt ihrem Kongress beitritt, wird der Handel mit den Kolonien anderer Nationen ermöglicht. Außerdem beinhaltet der Bericht über internationale Beziehungen von diesem Zeitpunkt an mehr Informationen. Na gut. Kann ich denn mal bei den anderen auch gucken? Henry Hudson erhöht die Effektivität aller Felljäger um 100%. Ja gut, englischer Entdecker im Dienst der Niederlande, der die Buchten von Chesapeake und Delaware
sowie den Hudson River bis Albany erkundete. Er entdeckte später die Hudson Bay und wurde schließlich von Meuterern ermordet. Die Hudson Bay wurde zu einem der größten Fellfanggebiete und die Hudson Bay Company war über viele Jahre hinweg in der Pelztierjagd und der Fellverarbeitung tätig. Hernando Cortés, spanischer Eroberer Mexikos und Zerstörer des Aztekenimperiums. Cortés ist ein Musterbeispiel eines Conquistadors, ein Meister des Eroberns und Plünderns. Werfen alle eroberten Siedlungen der Ureinwohner mehr Schätze ab. Und sie halten eine Gualio... Hallo Herr Cortés, ich erhalte eine Galeone ohne dafür zu bezahlen? Aber sofort, da bin ich dabei. Der Preis für Felle ist auf 5 gestiegen, das ist okay. Ah, da ist unser Schiffchen. Nein, ich will in diesen Gewässern bleiben. Ich will nur mal hier unten die Ecke so ein bisschen noch mit erkunden. Und den Späher setzen wir auf dem Festland ab. Wir haben uns jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen auf Kuba festgesetzt, ne? Genau, das Schiff ist angekommen. Wir können das Schiff beladen. Aber zunächst einmal würde ich gerne Folgendes tun. Ihn nämlich hier hinsetzen. Und erstmal Nutzholz holen lassen. Nahrung haben wir genug für 2 Leute hier in der Siedlung. Er soll erstmal Nutzholz holen, damit er später bauen kann. Und bauen würde ich Hafenanlagen. Und sobald wir die Hafenanlagen gebaut haben, können wir einen erfahrenen Fischer hier fischen lassen. Und dann haben wir genug Nahrung, da brauchen wir uns um nichts mehr Sorgen zu machen. So, der Späher wartet erstmal ab. Den würde ich nämlich gerne von hier wegholen. Und zwar aufs Schiff. Schwupp. Der kann nämlich am besten hier unten diese indianischen Ruinen hier durchsuchen. Ich weiß, es ist ein bisschen fies. Oh, die Straße ist fertig, das ist schön. Dann mache ich doch hier auch mal direkt eine Straße. Sie fanden nichts als Gerüchte. Schade. Dann bringen wir ihn aufs Festland. Meisterschmiede sind jetzt in Amsterdam verfügbar. Ich mag die religiösen Unstimmigkeiten zu Hause. Die helfen mir doch sehr weiter. Hier könnte man gut eine Straße bauen. Ja, das könnte man. Und deswegen bauen wir hier auch eine Straße. Wir müssen ja die Insel, die wir jetzt besetzt haben, erstmal so ein bisschen urbar machen für uns. Ist ja jetzt unser Land. Wem auch immer es vorher gehört hat, dem gehört jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir unsere Fahne da reinrammen. Der Preis für Stoff ist gestiegen, aber wir handeln ja nicht in Stoff. Muss nur gucken, dass ich den Späher dann auch zeitnah absetze. Damit ich das Schiff wieder zurück nach Neu-Amsterdam bringen kann, denn... Wir können dann schon unsere ersten Handelsgüter wahrscheinlich rüberbringen. Dadurch, dass jetzt die Straße hier ist. Warte mal. Siehst du, jetzt macht er schon 4 Silber. Das ist schon richtig gut. Wie viel brauchen denn die Hafenanlagen? 52 Hämmer. Das heißt, ich brauche 52 Holz, damit ich dann entsprechend bauen kann. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Ich glaube, der Zucker... Ah, guck mal, da ist ein Indianer. Ich glaube, das ist Florida. Das heißt, hier kann ich an Land gehen. Treffen mit den Ureinwohnern. Ah, Cherokee. Der Cherokee-Stamm heißt euch willkommen. Wir sind eine ruhmreiche Nation von 4 Dörfern. Um unsere Freundschaft zu besiegeln, bieten wir euch das Land, das ihr besetzt habt, als Geschenk an. Nehmt ihr unser Angebot an und wollt ihr mit uns in Frieden als unsere Brüder leben? Natürlich. Die Cherokee begrüßen den Frieden mit unseren Brüdern, den Hol. Lasst uns eine Friedenspfeife rauchen, um unsere ewige Freundschaft zu besiegeln. Es war ein freudscher Versprecher, es tut mir leid. Wir hoffen, dass ihr bald die Dörfer der Cherokee besuchen und unser Wissen mit uns teilen und eure Wagenzüge schicken werdet, um mit uns Handel zu treiben. Wenn ihr das sehen könntet, würdet ihr jetzt sehen, wie ich zwinkere. Wir kommen bald vorbei, keine Sorge. In Amsterdam tut sich doch einiges an den Preisen. Das ist schon, so, unser... Ha! Jamestown! Treffen mit anderen Europäern. Seid gegrüßt, Entdecker Michael de Ruyter, und willkommen in Neuengland. Wir haben mit vollem Recht im Namen unserer Königin und der anglikanischen Kirche Anspruch auf dieses Land erhoben und wollen hier ein Leben religiöser Freiheit im Dienste der Krone anstreben. Bitte widersetzt euch dieser gottbefohlenen Mission nicht.
Unsere Königin fühlt sich durch die holländischen Streitkräfte an den Grenzen unserer englischen Kolonien bedroht. Wir verlangen, dass ihr alle an englische Kolonien grenzenden Truppen sofort abzieht. Ja, ist okay, ist okay. Obwohl dieses Land rechtmäßig uns gehört, schlagen wir ein Grenzlinienabkommen vor, mit dem alles Land vor Gott in bleibende und unverletzliche holländische und englische Einflussbereiche aufgeteilt wird. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Die Cherokee müssen wir nicht fragen. Großartig. Alles Land, das ihr jetzt bewohnt, soll der holländische Bereich sein, das von uns bewohnte Land dagegen auf ewig englisch. Denkt bitte daran, diese Gebiete nicht zu betreten. Geht in Frieden, Brüder. Hier ist genug Platz für uns alle. Das Spiel ist so herrlich. Ja, lassen wir das. So, 45, 46, das heißt, ich kann schon mal ein bisschen Felle und Silber in die neue Welt bringen. In die alte Welt. So rum. Dann kann ich mir nämlich den Silberarbeiter holen. Glücklicherweise auf dieser Insel ja kein Problem damit, dass man irgendwie... Tropenwald, Regenwald... Jetzt ist die Frage, wo macht der mehr Holz? Der macht hier 6 und hier auch 6, trotz der Straße. Regenwald? Tropenwald. Ich glaube, wenn ich hier den Tropenwald noch mit einer Straße ausrüste, macht er richtig viel. Spione berichten. Tupi Plünderungstupp richtet Verwüstungen in spanischer Kolonie Isabella an. Aber das hat ja nicht lange gedauert, bis die Spanier sich mit den Indianern angelegt haben. Das ist ja herrlich. Achso, kann ich gerade nochmal nachfüllen? Ja, kann ich. Ein bisschen Geld machen. Schon mal. Als erste Ladung. Auf geht's. So, dann würde ich hier nochmal eine Straße machen. Und er erkundet mal die Küste hier oben. Hier könnte man gut pflügen oder roden. Ja, ich mache auf jeden Fall erstmal eine Straße hin. So. Und jetzt müsste eigentlich auch schon genug Holz da sein, damit wir in Neu-Amsterdam 54. Jupp. Das heißt, ich kann ihn hier abziehen. Er wird jetzt Schreiner. Und baut jetzt erstmal die Hafenanlagen. Oh, hier oben gibt's Pelze. Richtig viele Pelze. Frachtgut aus der neuen Welt. Jawohl. So, bekommt erstmal ein bisschen Felle für 240. Keine Steuern, das finde ich gut. Und Silber. 1102. Jawohl. Erfahrene Fischer. Ja. Und Meister Schreiner, erfahrene Farmer. Ja gut, wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn da ein erfahrener Silberbergarbeiter mit dabei gewesen wäre. Was machen wir mit ihm? Mit Werkzeugen ausrüsten kostet 200. Werkzeuge kaufen kostet auch 200. Kann nicht schaden. Wir nehmen mal einen mit Werkzeugen mit, so. Da wäre auch ein schöner Platz gewesen, um eine Siedlung zu gründen, ne? Hier. Aber es ist ja sowieso nicht unsere einzige Siedlung, die wir dann letztlich bauen. Es werden ja dann doch mehr werden. Aber die hier bietet sich halt so schön an. Weil die sehr nah ist am Verkehrsknotenpunkt in die alte Welt. Das ist schon so. Der Fischer kommt gleich. Noch nicht. Der kann erstmal nochmal... Neu-Amsterdam wächst rapide an, Eure Exzellenz. Und wir sollten den Bau einer Einpfählung erwägen. Um die Kolonie zu schützen. Um etwas zu bauen, müssen wir zunächst einen unserer Siedler zum Holzfäller machen und den auf einen Waldquadrat Nutzholz gewinnen lassen. Das ist mir durchaus klar. Das ist mir sehr, sehr klar. Wir bauen ja auch schon was, so ist es ja nicht. So, das heißt, er kann einmal hier runter, dann können wir unseren erfahrenen Silberbergarbeiter... Ja, es ist wichtig, Nahrungsmittel zu haben. Wir sehen hier unten, wir verlieren aktuell Nahrung. Aber unser Soldat kann wieder raus, mit Musketen bewaffnet. Und er hier macht mal eben 8 Silber. Im Gegensatz zu 4 vorher. Das wird also unsere Geldmaschine, der gute Mann. Und wird das noch irgendwie... Können wir da nicht auch eine Mine bauen oder sowas? Kann ich da nicht eine Mine bauen? Moment mal. Befehle? Straße bauen, zum Ort gehen, auf nächste Art? Nee. Schade. Nichts als Gerüchte. Auch schade. Aber ich mache auf jeden Fall noch eine Straße hier unten runter. Ha! Der bezieht mal Stellung hier in der Festung. Das Schiff schläft jetzt mal gerade hier im Hafen, bis wir es vollladen können mit entsprechendem Werkzeug.
So, jetzt ist die Frage. Wo kriegen wir mehr Holz am Ende von raus? 6 Nutzholz, 6 von 6, 6 von 6.